Ich habe es besiegt! Ich habe dieses Level besiegt und nun ab ins nächste. 18 Meter Drawbridge, City Car, Station Wagon in the Tucker Boat, Wood Steel, Piston Cable, 32.000. So, fest steht, wir müssen beide Autos darüber bringen. Wir haben Unlimited Roads, das heißt für mich eigentlich nur. Nein, das nicht, sondern den hier, den hier. Too far away. Gehen wir halt ein bisschen runter, weil dann wird es näher gehen. So, so und. Leute. Gut, machen wir halt hier noch ein Mini-Ding rein. Bitteschön. Ich werde das mit der Drawbridge umgehen. Das steht aber sowas von fest. Da könnt ihr aber einen drauf lassen. Das wird einfach mal knallhart umgangen, weil ich hasse diese Hydraulikgeschichten. Ihr konntet auch noch nicht schreiben, ob ich die Level allesamt mit den entsprechenden Zielen lösen sollte. Sprich, ob ich bei einer, wenn eine Zugbrücke verlangt ist, unbedingt eine Zugbrücke bauen muss. Das konntet ihr mir noch nicht da lassen. Ich glaube, die ist noch gar nicht online, wo ich das gefragt habe. So, einfach mal rein aus Spaß. Das wird nicht halten, oder? Ja. Na? Den kleinen Schafter, der schafft das auch. Und der wird knapp hier drüben. Ja. Alles klar, dann wird hier das einfach ersetzt durch Stahl. Und schon müsste das gehen. So, hier machen wir Stahl. Es wird natürlich schwerer, aber wir werden von unten einfach ein bisschen noch was reinbringen. Dann sollte das gehen. Zack, 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 zack. Hier machen wir nochmal einen Stahlträger rein. Und hier kriegen wir keinen hin. Hält das? Zack, der hat kein Problem. Das Tuckerboot fährt unten durch und der andere geht drüber, oder? Ja, eiskalt, kein Problem. Vielen Dank. Weiter geht's. 30 Meter Double Overpass Drawbridge, City Car, Station Wagon, 3 Tuckerboote, Wood Steel, Piston, Suspension und Cable. Leute. Naja, okay, aber wir haben hier Tuckerboots und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen das gleiche wie eben. Ran, so ein bisschen, nee. So. Vor allem haben wir die Kohle hier. Guckt mal, was wir an Kohle haben. Da können wir hier nämlich richtig schön stabil bauen. Und wie gesagt, wenn ihr gerne hättet, dass hier das gebaut wird, was verlangt ist, dann lasst es mich wissen. Ich werde es dann tun, aber mir geht es ehrlich gesagt gerade erstmal darum, im Prinzip in Anführungszeichen das Spiel durchzuspielen, sprich jedes Level zu meistern. Danach können wir immer noch mal, wenn ihr spezielle Wunschlevel habt, sagen, okay, wir machen das noch mal und halten uns da an die Vorgabe oder was verlangt ist, was gesehen werden möchte laut Plan. Aber jetzt gerade bin ich froh, wenn wir hier einen Fortschritt machen. Es gibt nämlich noch ein paar interessante Level, habe ich gesehen. So, hältst du schon? Juhu! Ja, das sieht gut aus. Okay, da haut es mir die Straße raus. Müssen wir hier ein bisschen so machen. Also kein Problem, das ist nur ein bisschen nachjustieren. Das müsste jetzt gehen, oder? Ja, das geht. Und jetzt müsste der Wagen auch ganz cool drüber fahren. Da dürfte es gar keine Probleme geben bei dem ganzen Stahl, was verbaut wurde. Ja, super easy. Super easy. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Wir haben nämlich Desert Winds durchgespielt und wir sind überall unterhalb des Budgets geblieben. So, weiter geht's. Nächstes. Oh, 20 Meter Double Overpass. Server Van und 2 Tucker Boats. Und das ist. Ja, gut. Das ist unser Standard hier. Da ist es sogar vorgesehen, dass wir das so machen. Chup, 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 chup. Und chup, und chup. Das machen wir ein bisschen so, weil das sonst doof ist. Den Rest hier mit Holz jetzt verstärken und dann sollte das eigentlich schon gehen, oder? Aber die Musik ist immer noch sehr schön. Also das muss man einfach sagen. Das ist so entspannende Musik. So, nicht mehr lange. Du bist ein bisschen hochgezogen. Bisschen nach da. Ah, du bist noch nicht mittig. So, jetzt aber. Hältst du schon? Ich glaube nicht.
Was haben wir eigentlich sonst so? Wir haben nur Holz und Ding. Alles klar. Wir haben nur Holz und. Das ist ja interessant. Das ist echt interessant. Wir haben nur Holz und Straßen. Wir haben nur Holz und Straßen. Vielleicht hier so runtergehen? Weil das macht es ja nicht stabiler, oder? Wenn wir jetzt hier sagen, wir machen die alle mal weg, gehen hier noch mal so runter. Ziehen die dann wieder hoch. Das kann es ja nicht stabiler machen, oder? So, hier dann wieder Holz. Okay, das geht. Das ziehen wir hier einmal durch. Zack, 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 zack. Nee, natürlich nicht. Wenn wir dich hier auflegen, ist das vielleicht sogar geplant, hier zu sagen, wir gehen hier runter. Fahren dann hier so über die Steine hinweg. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber naja, gut, wer macht auch einen Sprung und landet auf dem Luftballon mit auf dem Heißluftballon mit seinem Truck, ja? Also ich würde das jetzt nicht unbedingt in Frage stellen wollen. Also sogar echt, es könnte echt so gewollt sein. Krass. Dann müssen wir hier ein bisschen schmäler und vor allem flacher an die ganze Sache rangehen. Damit er hier nicht so abstürzt, so extrem. Aber vom Prinzip her dürfte das echt das Ziel sein. So, dann machen wir das hier so. Hier ein bisschen mehr rausziehen, damit das stabiler ist. Wir haben ja noch ein bisschen Kohle übrig. Und hier müsste gehen. Ja, oh, das ist echt schlecht geworden jetzt. Hier die Straße länger machen und hier so. Okay. Vielleicht hier zwei Straßen rein, also mehrere Straßenglieder reinmachen. So hier so ein bisschen eleganter das Ganze runterziehen lassen können. Ich weiß es nicht. Ihr müsst natürlich auch weg, ganz klar, weil ihr so verbunden werdet. Also mir geht es erstmal darum, jetzt hier drüben den Level-Part zu schaffen. Wenn ich den einen Level-Part habe, kann ich immer noch auf das andere gehen. Das habt ihr inzwischen gesehen, dass ich das so versuche. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob das wirklich so geplant ist. Das Problem ist hier der Sprung. Dass er hier halt so einen riesen Sprung hat, den müsste man eigentlich ein bisschen abfedern. Dass wir ihn hier so ein bisschen langsamer reinkommen lassen. Schafft ihr das vom Tuckerboot her? Okay. Schade. Schade. Ich würde hier nämlich gerne so ein bisschen Verstrebungen reinbringen. Sieht natürlich unglaublich blöd aus, aber das sollte das natürlich eindeutig etwas unsicherer machen. Keine Ahnung, wieso das jetzt passiert ist. So, das hält links jetzt, aber er ist einfach zu schnell und kriegt hier rein. Muss eigentlich ein bisschen abgebremst werden. Okay. Eventuell dürfen die hier oben auch gar nicht so fest sein, weil dadurch ist ja das Problem, wenn sie fest zusammen verbunden sind, dass das alles wirklich aufeinander auswirkt. Vielleicht ist das so besser. Das ist eben, weil das ja nicht zu latschig ist, oder? Ja. Können wir die was ganz anderes machen? Können wir die theoretisch unter den Boot unter Wasser durchfahren lassen? Was ganz anderes versuchen hier. So. Die machen wir jetzt hier halt so fest, denn ich glaube, dass das Auto auf jeden Fall vor dem Tuckerboot da ist. Das heißt, wenn, dann macht das Tuckerboot erst das die Brücke kaputt, nachdem das Auto drüben ist. Dann ist es mir relativ egal. Zack, zack, zack. Einmal durchziehen, bitte.
Ist das was? Ah, wenn wir den hier langsamer runterbringen, wieso nicht? Ich glaube, das Problem, was ich sehe, ist, das Auto ist ja schneller als die Tuckerboots. Zumindest hier vorne. Das heißt, wir können ihn hier ruhig danach das Ding kaputt fahren lassen, sondern es hier drüben hält. Und ihn dann hier runtergehen lassen und dann hoch. Wie wär's damit? Wenn das Auto nämlich schnell genug hier auf diesem Mittelpunkt ist, interessiert es mich nicht, dass der linke Teil der Brücke einstürzt. Die Frage ist nur, ist er auch schneller als rechts das Tuckerboot? Wenn nämlich nicht, dann macht er rechts die Brücke kaputt und ich habe keine Chance mehr. Was so einfach am Anfang wirkte, ist es dann doch nicht. Schade, da bricht's ein. Haben wir hier so ein bisschen stabiler. Das ist leider nicht möglich. Machen wir hier mal so ein Doppelding rein. Was hältst du davon? Das wird stabiler, mein Freund. Okay, dann hat er rechts zuerst kaputt gemacht. Das heißt, das rechts des Zuckerboot ist dummerweise zu schnell. Das heißt, hier müssen wir ihn echt drüber leiten lassen. Das heißt, wir müssen hier auch ein bisschen nachgeben, sonst kriegt er die Kurve nicht. Den Höhenunterschied. Ja, was ich sagen wollte, es sah am Anfang relativ einfach aus. Zumindest kam es mir so vor, ja. Weil, okay, ist ja eine normale Strecke. Mehr ist es nicht. Du fährst. Nicht ganz. Nicht ganz. Da dummerweise ist das Zuckerboot jetzt hier drüben doch wieder ein Problem. Müssen wir ihn doch drüber ziehen lassen. Gehen wir nach oben hier. Aber das wirkte eben gerade stabiler als vorher immer, oder? Ich meine, gut, die Frage ist eigentlich doof, weil ihr könnt es mir beantworten, aber ich weiß es ja inzwischen schon. Hier ist jetzt natürlich wieder der Winkel so blöd, weil er da runter stürzt wie so ein Irrer. Wir könnten allerdings mit dem bisschen Geld, was wir noch haben, hier so ein bisschen Stabilität reinbringen, auch durch diese Extra-Dinger. Zumindest da. So nicht. So vielleicht. Das ist nicht viel, aber. Der hat hier zu viel Schwung. Der hat hier zu viel Schwung. Wir müssen hier im Prinzip schon den Gas komplett abnehmen, damit er hier langsam runterfährt. So ganz langsam. Und dann hier auflädt. So, jetzt kann er nicht rasen. Aber er hat natürlich den Schwung von dem Ding. Also ein bisschen niedriger machen. Ja, wir kommen weiter. So, jetzt haben wir hier wieder so einen kleinen Knackpunkt. Das da oben scheint nichts zu bringen. Okay, jetzt haben wir hier so ein Problem. Da würde ich hier so ein Zwischending reinziehen wollen, um dem hier ein bisschen Stabilität zu geben. Sieht noch nicht ganz perfekt aus, aber besser. Die Straße ein bisschen höher machen. Den Speed ein bisschen runternehmen, damit wir uns das genauer anschauen können. Genau hier bei dem Punkt, nämlich die Sache ist gerade wichtig. Das links passt alles. Hier eventuell ein bisschen runtergehen sogar noch, hier. Dass der Stress nicht so groß wird. Das vielleicht komplett einmal durchziehen. Ist das jetzt besser oder wird es schlechter? Es sieht schlechter aus. Ja, wird schlechter. Also muss es nach oben gezogen werden sogar. Je höher das Ganze ist, desto stabiler ist es anscheinend. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt hier bei diesem extremen Beispiel stabiler wird. Oh, nee, nicht wirklich. Aber er kommt weiter. Also ziehen wir hier das wieder ein bisschen runter. Zumindest ist es ansatzweise gar nicht so schlecht. Ist jetzt die Frage, das gesunde Mittelmaß zu entdecken anscheinend. Hier ein bisschen höher gehen. Weil die Sachen jetzt die Sachen sind, die mir einstürzen. Dich nehmen wir mal raus und gucken, ob das passt. So, nicht ganz. Hier muss er hoch. Eventuell sind das auch die zwei Punkte, die höher müssen. Hier.
Mir gefällt halt das Tempo nicht, was er da hat. Das muss eigentlich knapper sein. Er darf hier nicht zu schnell rein, sonst stürzt er hier, springt er quasi. Dieses Springen ist es, glaube ich, aktuell, was uns, also was mir so ein bisschen das Ding kaputt macht. Ja, jetzt springt er nicht mehr so. Da so ein bisschen viel Schwung drauf. Dann kommt er hier nicht hin. Können wir den hier mal so hier schon hoch? Ich glaube, die Straße hier ein bisschen genauer auf den Stein auflegen wäre noch besser. Aber wir kommen näher. Ich werde das jetzt mal versuchen. Du und du gehst raus. Und versuchen jetzt die Straße hier genau auf dem Punkt auflegen zu lassen. Hier. Geht nicht. So. Jetzt wird hier verknotet das Ganze. Das geht auch nicht. Okay, das ist ganz schlecht geworden, wie es scheint. Nein, nicht mit dir, sondern wenn dann mit dir. Wenn wir zwei reinbringen. Das geht nicht. Das ist Kacke, weil ich nicht mehr genau weiß, wie das vorher war. Das heißt, ich habe dieses relativ gute System nicht mehr raus. Ich glaube, das darf nur eins sein. Ich glaube, das zweite macht es hier nur kaputt. Weil es einen weiteren Punkt bringt, der brechen könnte. Der nicht dabei sein sollte. Und ich kriege den nicht mehr hin. Ja, gut. Rutscht natürlich dann runter, gell. Das ärgert mich gerade, dass ich hier diesen Teil nicht mehr hinkriege, wie er vorher war. Und machen wir den hier auch mal raus. Machen hier mal so. Und dann so. Dann den so und den auch mal so. Ja, okay. Hier wird es jetzt knapp. Wenn wir hier den mal ein bisschen. Das Ganze hier so ein bisschen zentraler und ein bisschen systematischer reinbringen. Es könnte wieder knapp sein, weil er jetzt schon relativ nah an der Grenze ist. Ja. Okay, dann jetzt ein bisschen nachjustieren. Das ist Katastrophe. Gut zu wissen. Würde es denn so besser sein, wenn wir die richtig viel geben? Sieht nicht so aus vom Stress her. Gehen wir dich mal raus und geben hier ein bisschen mehr. Wir könnten das auch engmaschiger machen. Wir machen hier so ein kleineres. So, so, so. Also hier so ein mehr, der halten kann. Ist ja hier zu viel Stress drauf. Entschuldigt, dass ich jetzt so ein bisschen leise rede. Das ist eher so ein bisschen laut denken für mich gerade. Ganz kurz nochmal gucken. Ja, wir sind schon relativ am Ende der Folge angekommen. Ich hätte es eigentlich gerne geschafft. Aber es sieht nicht danach aus. Und wenn ich zu leise war, gebt mir bitte Bescheid, weil dann werde ich das ab sofort versuchen, ein bisschen auszuklabüsern und mehr darauf zu achten, was ich mache. Oder wie ich das mache. Das ist ganz schlecht. Ja. Wir könnten überlegen, ob wir noch irgendeine andere Idee haben, hier rüber zu kommen, aber ich glaube nicht. Da ich sowieso nach dieser Aufnahme aufhöre, kann ich jetzt nochmal den hier versuchen, für den Klassiker. Vielleicht geht das dann doch besser als gedacht. Eventuell sogar ohne die letzte Seite hier, sondern wir lassen ihn einfach darunter stürzen, das Stück, das ist ja egal. So, wir machen hier wirklich jetzt aber diesmal alles schön symmetrisch und so, dass das genau passt.
sagte er, und es passt schon nicht. Das ist sehr schön. Situationskomik nennt man das auch. Das passt von der Straße her nicht. Ist das nicht toll? So. Ja, komm jetzt hier. Einmal verbinden bitte alles. Ja, Leute. Eventuell könnten wir hier sogar sowas noch machen. Nee. Zumindest nicht so. Wenn wir hier kleinmaschiger vorgehen, wird das nicht besser verteilt automatisch? So. Das hier dann so machen. Na, nicht wirklich. Ich glaube, wir müssen hier sogar wirklich runtergehen mit der Strecke. Wenigstens ein bisschen entgegenkommen in der ganzen Geschichte hier. Dass das so gar nicht gehen kann ansonsten. So ein bisschen runtergehen wird man hier müssen. So, das wird auch der letzte Versuch sein, den ich noch mache. Danach wird aufgehört für heute. Hab nämlich jetzt 2 Folgen 60 Seconds, 5 Folgen Calvino Noir oder 4. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Etc. pp. Also noch 2 Folgen Poli Fridge aufgenommen. Ich werde es jetzt dabei belassen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und hoffentlich kriege ich es beim nächsten Mal besser hin. Bis dahin, noch einen schönen Abend. Ciao.